Hallo und herzlich willkommen bei Geh mal zum Podcast, dein Lieblingspodcast mit deinen LieblingskünstlerInnen. Heute exklusiv vom Campus Festival. Neben mir sitzen der liebe Aaron, auch als Drumler bekannt. Yo, yo, es geht. Und der liebe Zartmann. Guten Tag, hallo, was geht ab? Also ich meine, ihr beide, ihr arbeitet ja auch so zusammen. Genau. Wollt ihr mal euer Verhältnis erklären? Also unser Verhältnis. Euer Verhältnis. Wir kennen uns schon ewig. Wir kennen uns lange, wir kennen uns aus dem Studio, um es mal kurz irgendwie, haben uns im Studio kennengelernt, machen seit 4 Jahren zusammen Musik so. Haben schon ewig viele Songs zusammen gemacht und jetzt geht's halt irgendwie so richtig, richtig los. Und ja, letzte Album, ja. Einfach nur verrückt. Ist auch geil, dass einfach Aaron so selbst auch Musik macht, das war früher ja nicht so. Aber dadurch ist es einfach so zwei wachsende Projekte und die so und miteinander deine Lippen verstrickt blau sind. Und ich werde immer blauer. Ja, genau. So, und das ist einfach, also die Zeit gerade, die wir jetzt haben, das ist die, von der man, glaube ich, im Nachhinein dann immer spricht und sagt, das war die verrückteste Zeit meines Lebens. Ey, wollt ihr ein bisschen erzählen, wie es zu dem Song gekommen ist? Wart ihr vorher schon connected? Ich habe da bei Bruckner mitgezockt. Wir haben ja mit Bruckner den Song Schön Scheiße. Mhm. Ja, danach sind wir so runter und auf einmal so stand da Kasi und Antonio so, ey, hallo, was geht ab? Mhm. Da haben wir da so gechillt und Bier gesoffen und gequatscht und so. Und so, da haben wir uns das erste Mal, da habe ich das erste Mal so richtig mit denen, glaube ich, so abgehangen. Und dann sind die halt immer, wenn die in Berlin waren, haben die sich gemeldet und meinten so, Jungs, was geht? Und dann haben wir die da immer getroffen und irgendwann, es kam tatsächlich relativ spät. Es kam sehr spät und irgendwie auch sehr spontan. Das Kasi und ich haben irgendwie fast zeitgleich den Song gehört und waren beide so, ey, da müssen wir drauf. So. Mhm. Kasi und ich haben ja auch schon so ein paar Songs irgendwie zusammen gemacht, aber wollten auch die ganze Zeit nochmal so ein richtiges Brett irgendwie machen. Und dass das jetzt irgendwie so zustande gekommen ist, auch irgendwie geil zusammengekommen irgendwie auf einmal. Ja. Also ist wirklich, euer Song heißt Meinen die uns. Erzählt mal ein bisschen was über den Track. Boah, im Endeffekt ist es irgendwie auch schon leicht politisch angehauchter Song so. Gerade in so schwierigen Zeiten, wo einfach wir in Deutschland auch wieder so einen Rechtsruck haben, wollten wir irgendwie eine Form von Statement machen. Und zwar auf unsere junge, charmante Art und Weise irgendwie. Ja. So viele Probleme in dieser Welt existieren und dass man teilweise so überwältigt ist von all dem, was passiert und dass man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen chancenlos, man kann nichts daran ändern und deswegen gibt man sich eher die Kante und lenkt sich ab so und macht unvernünftige Dinge, anstatt konstruktiv zu helfen. Aber im Endeffekt will man trotzdem, hat man trotzdem eine Message und will trotzdem was aussagen und das ist auch, indem wir zum Beispiel sagen, fick die AfD, ist es so auch ganz klar gesagt, was wir damit meinen. Piep die AfD. Wirklich so. Und jetzt da kommt der Kasi. Jetzt werden die wichtigsten Worte unterbrochen vom wichtigsten Mann. Scheiße, ich dachte schon, verdammt, komm ich bei einer tiefen Stelle rein. Na, wir haben gerade ein bisschen über Politik geredet. Oh. Fick die AfD. Ja. Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, es wäre noch ein Song mit Zartmann und mit Aaron. Oh. Ja, lass mich deine Hüften küssen. Oh. Shoutout Kasi. Shoutout. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen. Jawohl. Kasi war gerade bei uns auf der Bühne mit Antonius und wir haben wirklich, das war Abriss. Oder? Digga, da waren wirklich so diese 3 Moshpits gleichzeitig. Das war so verrückt. Das war verrückt. 2.000, 3.000 Leute. Das war und es war so einfach crazy. Einlassstopp, ne? Meinten wir gerade schon. Jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Digga, als wir uns kennengelernt haben, bei uns war wirklich noch way weniger passiert als jetzt. Bei dir war auch voll Krise von mir. Wir waren noch wirklich winzige Indie-Artists. Komplett, Digga. Teilweise in irgendwelchen schlimmen Vertragskonstruktionen. Das ist so motivierend, Alter, weil nächstes Jahr spiele ich da. Ah, ja. Jawohl. So nämlich. Hey. Was heißt ein paar Festival-Flops? Frauenfeld. Oh, Frauenfeld, schlimmste. Frauenfeld 2 Jahre her, 2021. Ja, genau. Ja, am Anfang. Da haben wir das halt so eröffnet, mehr oder weniger, aber auf der kleinsten Stage. Ja. Um 15 Uhr. Und da waren halt auch so, keine Ahnung, wie viele Leute waren da? 50 am Anfang, Max. Und aber wir hatten also eine riesige Bühne mit Kamera-Dings, mit Bildübertragung. Und dann stehen da so 50 Leute. Kleine Story, dann war so Marjan da. Also stand so in der Menge und ich war also voll aufgeregt. Oh mein Gott, Marjan ist da. Und dann habe ich sie gerufen, so während des Auftritts. Ich sehe dich, du musst auch springen. Und er guckt sich so um und war so, Bruder, was willst du von mir? Oh nein. Ich habe ihn letztens auch getroffen, er konnte sich sogar daran erinnern, das war witzig. Oh mein Gott, wie lustig. Ein random Fact über euch. Na, ich kann dich auch einen über dich sagen. Aaron liest. Ja, ist doch nicht random. Schon random. Hat er zumindest die letzten 4 Jahre nicht gemacht. Ey, du musst mein Buch kaufen, wenn du liest. Okay. Hast du ein Buch? Mein Buch kommt im September raus. Crazy. Ich hab's jetzt, kann man jetzt vorbestellen. Das heißt, fühlst du? Oh. Mhm. Wie lang ist das? Wie viele Seiten hat das? 160. Das ist insane. Alles selbst geschrieben. Ja. Und ist es eine Biografie, Autobiografie oder wie? Das ist eine Text- und Kurzgeschichtensammlung eigentlich. Geil. So ähnlich wie meine Reels. Ja.
nur halt in geschriebener Form. Ja, voll krass. Und es ist halt sehr intim. Meine Freundinnen haben illustriert. Immer das wenn ich jetzt erkannt werde, frage ich schon, und hast du schon mein Buch vorbestellt? Nein, Spaß mache ich nicht, aber... Ich will jetzt abschließend noch eine kleine Lyric-Challenge. Oh, das klingt gut. Also, nicht mit euch, ich muss raten. Ihr macht eure Texte, weil ich kenne eure Songs, ja. Zu stolz, wie sie damals schon gesagt haben, weiß noch Lehrer Mahn seit der 2. Klasse. Ich stehe nie am Wasser, sonst denken die noch, dass ich schwach bin. Und diesen... Kratzer. Kratzer könnt mein Ego nicht verkraften. Krass. Ja! Das ist krass. Lyric Challenge hingekriegt dieses Mal. Aus Bauen stehen gemacht, aber sonst war wirklich einsam. Okay, okay, sonst war wirklich einsam. Okay. Ich stehe nie am Wasser, ist aber auch schön eigentlich. Passt sogar. Und, schön, dass ihr da wart. Können wir noch zum Schluss einmal Luis dazu holen? Ja, klar. Luis. 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 Wir haben eine Frage, die nur du uns beantworten kannst. Wir wussten jetzt die Antwort gerade nicht, aber wie macht nochmal der Hund? Cool, dass ihr da wart. Vielen Dank, Becker. Ja. Danke. Macht euch mal auch. Richtig gut. Macht's streamt gut. Unsere Songs. Okay. Bye, bye. Ja, tschüss.